100 Jahre Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine. Mitten in Karlsruhe steht eines der ältesten Institute Europas für den konstruktiven Ingenieurbau. Und weltweit bis heute auch eines der renommiertesten, sowohl als Prüfanstalt wie auch als Quelle für Spitzenforschung im Stahl- und Holzbau. Die Geschichte der Versuchsanstalt beginnt 1921 mit dem Dienstantritt von Ernst Gaber, einem Schüler von Friedrich Engesser an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Sein Prüfraum für Lehre und Forschung besteht bis heute. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern sind Experimente für ihn ein Kern der Forschungsarbeit. 1941 wird der Gaber-Turm errichtet. Darin die damals größte stehende Prüfmaschine der Welt. Maximallast 5000 Tonnen, ein halber Eiffelturm. 1949 übernimmt Otto Steinhardt die Leitung der Versuchsanstalt. Der Zweite Weltkrieg hat seine Spuren hinterlassen. Die Gebäude werden wieder aufgebaut, auch personell wird erweitert. 1958 entsteht eine neue Gliederung. Es gibt nun zwei eigenständige Lehrstühle unter kollegialer Leitung. Den Holzbau leitet Karl Möhler. Seine Zeit steht für die umfassende Erforschung von Holzverbindungen. 1978, nach knapp 30 Jahren mit Otto Steinhardt an der Spitze der Versuchsanstalt, übernimmt Rolf Behre die Leitung. Er bringt ein neues Forschungsfeld mit, den Leichtbau. Der Lehrstuhl für Holzbau wird 1981 mit Jürgen Ehlbeck neu besetzt. Mit ihm entstehen bedeutende Arbeiten zur Streuung des Materials Holz. Auch prägte er maßgeblich die Entwicklung der Holzbaunormung. 1991 wird die große Prüfmaschine im Gaberturm ersetzt. Das neue Modell ermöglicht die statische und dynamische Prüfung von Bauteilen bis zu 7 Metern Höhe. Spektakuläre Versuche finden reihenweise statt, darunter an den Stützen der Brücken am Berliner Hauptbahnhof. In seiner Amtszeit prägt Helmut Saal die bauaufsichtliche Zulassung für nicht rostende Stähle. 1995 wird Hans-Joachim Blass Chef des Holzbaus. 2010 wird er mit dem Markus-Wallenberg-Preis geehrt, von manchen als Nobelpreis der Holzforschung bezeichnet. Der Verdienst von Blass? Seine wegbereitenden Arbeiten zu selbstbohrenden Holzschrauben. Unter der Leitung von Thomas Ummenhofer wird die Forschung am Lehrstuhl für Stahl- und Leichtbau intensiviert. Schwerpunkte werden auf die Schweißnahtnachbehandlung, das Kleben, die Bauwerkserhaltung und die Nachhaltigkeit gelegt. 2021, 100 Jahre nach der Gründung der Versuchsanstalt, übernimmt Philipp Dietsch von Hans-Joachim Blass die Leitung des Holzbaulehrstuhls. Im Laufe der 100-jährigen Geschichte der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine haben hunderte Mitarbeitende, Promovierende und Diplomanten den Erfolg der Einrichtung mitgeprägt und gesichert. Das ist auch heute noch so. Im Rahmen unserer Arbeit folgen wir strengsten wissenschaftlichen Prinzipien. Unsere Ergebnisse münden in umsetzbare Empfehlungen für die Praxis. Wir passen unsere Forschung laufend an, weil sich die Anforderungen stetig ändern. Innovationen auf den Prüfstand stellen? Das ist unser Tagesgeschäft. Expertise und Engagement prägen unsere Lehre. Die Versuchsanstalt zählt international zu den führenden Forschungsinstituten im Stahl und im Leichtbau sowie auch im Holzbau. Ihre Expertinnen und Experten machen den Unterschied. Mit ihrer langjährigen Erfahrung prägen sie einerseits den Stand der Technik und setzen neue Impulse im Bauwesen. Durch sie arbeitet die Versuchsanstalt hochinnovativ. Hier wird die Entwicklung neuer Werkstoffe, neuer Produkte und vor allem auch neuer Verbindungstechnologien auf den Weg gebracht. Damit überzeugt die Versuchsanstalt heute und auch in Zukunft ihre Partner und Kunden. Unser Ziel ist es, mit Forschung, Innovation und Lehre die Herausforderungen im Bauwesen entschlossen anzugehen. Für eine sichere, klimaneutrale und ästhetisch gebaute Umwelt.
100 Jahre Erfahrung, 100 Jahre Expertise, 100 Jahre Versuchsanstalt. Wir freuen uns darauf, die kommenden Aufgaben anzupacken. Mit Ihnen.